Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Verbraucher und Verbraucherinnen im Land. Recht haben ist noch nicht immer gleich Recht bekommen. Das gehört zu den ersten Erfahrungen, die man meistens schon in der Kindheit macht. Aber unsere Aufgabe, unser Anliegen ist es heute, das doch weiter deckungsgleich hinzubekommen. Und das ist eine ganz wesentliche, zentrale Aufgabe des Rechtsstaats. Dazu gehören effektive Verfahren. Das ist im Moment unser Dauerthema. Darüber haben wir bis über Mitternacht noch diskutiert. Da ging es um den Zugang auch zum BGH. Und das nächste Kapitel steht auch auf der Tagesordnung. Wir wollen uns ja auch um die Effizienz der Prozesse in Strafverfahren kümmern. All das gehört zum Rechtsstaat, zum Pakt für den Rechtsstaat, an dem wir insgesamt arbeiten. Im Zivilprozess wird das ermöglicht, vor allem dadurch, dass den Bürgern individueller Zugang zu den Gerichten offen steht, zur Not auch mit Prozesskostenhilfe, aber in aller Regel eben auch doch mit hohem Aufwand, mit eigenem persönlichen Kostenrisiko. Und das führt dazu, dass man sich das gut überlegt. Und wenn der Anspruch klein erscheint, das Risiko groß, dann bleibt eben auch der ein oder andere Anspruch liegen, der es eigentlich wert gewesen wäre, auch durchgesetzt zu werden. Da gibt es Fälle, in denen viele Menschen in gleichartiger Art und Weise betroffen sind. Da führt dann jeder seinen eigenen Prozess. Da könnte man das deutlich effizienter eben zusammenfassen. So wie es jetzt ist, werden viele Kosten verpulvert. Und es macht es auch nicht besser, dass dann auch häufig die Ergebnisse noch nicht mal übereinstimmen, sondern das eine Gericht entscheidet so, ein anderes entscheidet anders. Fälle, die da gute Beispiele sind, wurden schon genannt. Digitalisierung, Onlinehandel, Massenproduktion, große Schadensereignisse, das sind typische Ereignisse, die zu solchen Fällen führen und in der Zukunft sicherlich eher an Bedeutung gewinnen. Das Paradebeispiel, die VW-Fahrer und Käufer wurden auch schon genannt. Sie exerzieren das im Moment durch. Viele von ihnen führen ihre individuellen Prozesse mit hohem Risiko und eigentlich mit einer sich verfestigenden Rechtsprechung, die ihnen Recht gibt. Und da muss man sagen, das hätte VW vor allem auch einfacher haben können, wenn man da auch den berechtigten Ansprüchen früher abgeholfen hätte, hätte man noch einen Imagegewinn dazu gehabt und sich einiges an Aufwand gespart. Nun gehen wir dran. Wir wollen für solche Fälle ein einheitliches, gebündeltes Verfahren implementieren, in dem solche Fragen verbindlich geklärt werden können. Die kollektive Klage, Musterfeststellungsklage in der Form, wie auch die Ministerin es ja schon vorgestellt hat. Wir versprechen uns davon, dass hier Ressourcen geschont werden können, dass Kosten gespart werden können, wenn eben 10 Verbraucher zunächst mal zusammenkommen, die ihren Anspruch plausibel machen müssen und sich dann insgesamt 50 finden, die sich ins Klageregister eintragen lassen. Dann soll ein Verbraucherverband berechtigt sein, das Verfahren zu führen. Davon profitieren, und darauf ist das Ganze explizit gerichtet, das steht im Mittelpunkt, davon profitieren die Verbraucher, die eben verbindlich geklärt bekommen, ob sie Rechte haben, ob sie ihren Anspruch nachweisen können und für die vor allem auch ganz unkompliziert die Verjährung ihres Anspruchs gehemmt wird. Es nützt aber auch den Unternehmen, wenn man eben nicht mehr 10, 50, 100 Prozesse führen muss, sondern sich auf einen konzentrieren kann, dann wird es auch billiger, selbst dann, wenn man unterliegt. Ob das den Gerichten hilft, muss man noch abwarten. Der Richterbund ist da eher skeptisch. Muss man eben schauen, ob es mehr Leute zu klagen bringt oder eben diesen Effekt hat, Verfahren zusammenzuführen und dadurch dann eben auch Aufwand zu sparen. Wir haben uns vorgenommen, dieses Musterverfahren einzuführen, und zwar auch so schnell, dass davon auf jeden Fall auch noch diejenigen profitieren, deren Ansprüche sonst Ende dieses Jahres verjähren. Auch davon wären Dieselfahrer, Dieselkäufer betroffen, aber es bezieht sich natürlich nicht ausschließlich auf sie.
Wir müssen es aber auch klar machen, dass ein solches neues Verfahren schon ein scharfes Schwert ist, was gegenüber betroffenen Unternehmen eingesetzt werden kann. Und wir dürfen da die Diskussion auch nicht so führen, als sei immer gesetzt, dass das Unternehmen unterliegt. Sondern es kann auch mal sein, dass man dort gewinnt, dass eine vermutete Kausalität sich nicht herausstellt oder die Argumente nicht tragen. Und deshalb wollen wir verhindern, dass alleine das Verfahren schon zu einer unnötigen Belastung wird. Wir müssen eben auch betrachten, dass dieses Prozessrisiko, dass ein Imageverlust, der mit einem solchen Verfahren auch für das Unternehmen verbunden ist, nicht zur selbstständigen Verhandlungsmasse werden darf in Vergleichsverhandlungen, die dann stattfinden. Deshalb sind wir uns einig, dass wir hier eben nicht ein Verfahren nach US-Vorbild wollen, sondern wir haben aber auch schon einige Bremsen eingezogen, die genau das verhindern. Wir haben, es wurde schon gesagt, die sogenannte Klageindustrie im Koalitionsvertrag ausgeschlossen bzw. uns vorgenommen, das eben hier zu verhindern. Materielle Unterschiede sind da schon mal ganz wesentlich, aber eben auch die Frage, wer ist hier klagebefugt? Diese Klagebefugnis ist eine ganz wesentliche Schaltstelle in diesem Verfahren. Der Verband muss professionell agieren, er muss zuverlässig sein. Es stehen ja die Verbraucherrechte auf dem Spiel. Er darf kein eigenes wirtschaftliches Interesse haben und er muss auch unabhängig sein. Das ist mir auch ganz wichtig. Es darf nicht die Musterfeststellungsklage zu einem Vehikel werden, wo der Konkurrent sozusagen gegen seinen Gegner am Markt vorgeht. Da muss volle Transparenz und Unabhängigkeit gegeben sein. Die ursprünglichen Vorschläge aus dem Justizministerium waren uns deshalb zu weit gefasst. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die Klagebefugnis enger gefasst wird. Bestes Modell wäre nach unserer Ansicht eine konkrete Beleihung von Verbänden, die diese Voraussetzungen mitbringen. Das, was jetzt im Vorschlag vorgeschlagen wird, geht immerhin in höhere Voraussetzungen, die absichern, dass wir möglichst seriöse Verbände agieren haben. Wir werden uns in den Beratungen noch mal genau anschauen, ob wir hier zielgenaue Kriterien formuliert haben. Es sind noch viele Fragen zu klären. Obwohl die Diskussion schon länger geführt wird, sind noch nicht alle Punkte ausdiskutiert. Welche Anforderungen sind an die Anmeldung zu stellen? Gibt es Regressansprüche? Wird dem Anspruch auf rechtliches Gehör Genüge getan? Soll das Windhoek-Prinzip gelten oder soll es ein Auswahlermessen geben? Es gibt etliche Punkte, die wir hier noch ansprechen, an denen einige Punkte sind auch jetzt erst von den Fachverbänden genannt worden. Und wir werden die Dinge in der Sachverständigenanhörung mit anrechnen. Einen ganz kleinen Punkt möchte ich noch ansprechen. Wir haben im Moment das Thema Abmahnungen, das uns zeigt, dass man sehr gut aufpassen muss, wem man auch ein Prozessrecht in die Hand gibt. Ich komme gleich zum Schluss. Nein, nicht gleich. Hier haben wir das Problem, dass nicht immer alle Abmahner so damit umgehen, wie sich das der Gesetzgeber gedacht hat. Ich würde gerne dieses Verfahren hier nutzen, um noch eine Ergänzung einzubringen. Nein, bitte, Frau Kollegin, kommen Sie zu Ihrem letzten Satz, bitte. Die es ermöglicht, vor allem Abmahnungen im Zusammenhang mit der Datenschutzgrundverordnung besser zu handhaben und auszuschließen. Danke schön, Herr Präsident. Herzlichen Dank. Ich weise noch einmal auf § 35 Absatz 3 der Geschäftsordnung hin, zu deren Einhaltung ich verpflichtet bin. Das ist keine Frage von Gnadenakten, die ich hier mache, sondern für die Fairness gegenüber allen Rednerinnen und Rednern. Als nächstes für die FDP-Fraktion der Kollege Dr. Jürgen Martens.